Grüß euch von dem Gerecht Innsbruck, heute in der Maranerstraße in der Begegnungszone. Wir schreiben den 11.11. Faschingsbeginn. Ja, vielen von uns ist nicht besonders nach Fasching, nach diesen ganzen Corona-Geschichten, was wir da jetzt haben und was auf uns zukommt. Wir haben aber trotzdem in der Zeitung geschaut, ob es irgendeine Faschingsgeschichte gibt. Und da haben wir gesehen, ein nettes Geschichtel, Abwahlantrag ist für die Grünen nichtig. Wir reden jetzt von dem Abwahlantrag, den wir da gestellt haben für die Uschi Schwarzel. Ja, und was ist der Faschingsscherz dran? Ja, also die Stadt Innsbruck bzw. die Grünen, der Bürgermeister wahrscheinlich im Alleingang, das wissen wir nicht genau, hat bei der Gemeindeaufsicht prüfen lassen, ob diese Begegnungszone überhaupt rechtens ist. Allerdings hat er das prüfen lassen, nachdem es der Gemeinderat bereits abgestimmt hat. Das heißt, es ist eine ganz hetzige Sache. Die Stadt selber sagt zuerst, beschließen wir was über den Gemeinderat. Und wenn dann ein Mandatar, wie ich zum Beispiel, sagt, das ist nicht richtig, dann lassen sie es im Nachhinein von der Gemeinde auf sich prüfen, weil sie sich selber nicht mehr sicher sind, ob das gescheit war und rechtens war oder nicht. Ja, die Gemeindeaufsicht hat jetzt gesagt, sie glaubt, es ist rechtens, wobei die Gemeindeaufsicht eine sehr hinterfragenswürdige Einrichtung ist, weil wir haben alles, was wir bei der Gemeindeaufsicht bis jetzt gemacht haben, retour gekriegt. Sie glauben das, was die Stadt sagt. Also da werden wir der Sache einmal auf den Grund gehen, ob die wirklich genau recherchieren. Wir haben allerdings sehr, sehr viele Beweise. Die werden wir nächste Woche da in dieser Begegnungszone gemeinsam mit anderen Fraktionen zum Besten geben. Da können nachher die Presse und die Leute können schauen, was wir in der Hand haben. Wir wissen, dass diese Begegnungszone da herinnen nicht rechtskonform beschlossen wurde. Und das werden wir nächste Woche beweisen. Und da steht nachher noch in der Zeitung Kopfschütteln über die Pauli. Meint bin ich da wahrscheinlich, ja richtig. Der Bürgermeister schüttelt den Kopf, warum wir, was diesen Budgetschwindel anbelangt, die Staatsanwaltschaft einschalten werden. Der Bürgermeister weiß genau, muss genau wissen, wie es ist, wenn der Kopf geschüttelt wird, weil ich glaube, in Innsbruck schütteln mittlerweile viel mehr den Kopf für ihn, als wie bei mir. Okay, lassen wir es so dahingestellt. Auf alle Fälle, wir werden uns nächste Woche da wieder treffen. Und etwas ist auch noch ganz erfreulich, heute dauert es ein bisschen länger. Die Radfahrer haben ein gemeinsames Läuten für die Abwahl von der Uschi Schwarzel bei der Messe drunten eingerichtet. Ich finde es total nett, dass die Uschi Schwarzel immer vertretet. Man weiß ja, dass sie die Schutzpatronin der Radfahrer ist. Ihr sozusagen zu ihrem Abschied auf dem Vizebürgermeistersessel sogar noch eine Demonstration widmen. Also, macht es gut. Servus Innsbruck und Servus Tirol.